Dann die beiden Mannschaften auch mit dem Mikrofon. Aufstellung der bulgarischen Mannschaft geht sehr schnell. Hier haben Sie ganz kurz gesehen, auch in der taktischen Übersicht, es ist ein 4-4-2, das uns so gesagt wurde. Wir rechnen eher mit einem 5-4-1, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir das nochmal Revue passieren lassen, was wir gestern Abend hier im Flutlichttraining der Bulgarinnen gesehen haben. Die deutsche Mannschaft wird auch ein wenig anders taktisch spielen, als sie das vielleicht gewohnt sind. Hier haben wir die deutsche Mannschaft in der Übersicht, auch die Auswechselspielerin. Und dann kommt gleich der Blick auf die Taktik, also ein 3-1-4-2. Wenn wir es richtig eingeblendet bekommen, jawohl, so ist es. Ein 3-1-4-2, was sich Martina Voss-Tecklenburg hier ausgedacht hat. Lucheva und Debrez, die Kapitäninnen. Okay, good luck. Good luck. Good game. Schiedsrichterin, 37-jährige Kasachin, eine, die auch in der Herrenliga pfeift in Kasachstan. Wir haben Qualifikationen, haben wir es auch schon gesehen beim Spiel vergangenen Oktober, Deutschland gegen Israel. Platzverhältnisse sind besser, als man es ihr gesagt hatte, Martina Voss-Tecklenburg. Auch da hat sie sich dann positiv geäußert hier über die äußeren Bedingungen. Lokomotive-Stadion hier in Plovdiv. Am Wochenende hat sie ein heiß umkämpftes Derby gegeben bei den Männern. Rasen hat so ein bisschen gelitten. Silvia Radojska ist auch wieder dabei. Ich hoffe, sie hält durch. Sie hat in der Nacht noch Infusionen bekommen. Hier im örtlichen Krankenhaus, war gestern nicht beim Training dabei. So einen kleinen Schwächeanfall hat man vermutet. Schauen wir mal, wie das hier heute alles abläuft für die Trainerin der Bulgarinnen. Kapitänin der deutschen Mannschaft, Sarah Debrez, haben Sie gesehen. So, geht los. Hinten die Dreierkette, also das ist klar, da wird es, so sagt Martina Voss-Tecklenburg, aller Voraussicht nach wenig Beschäftigung geben für die drei, für Feldkamp, für Nüsken und für Kleinherrn. Wasmut. Viel über die Außen, viel Flanken, Kopfballstärke ausspielen gegen die Bulgarinnen. Das ist so ein bisschen das Motto, das Thema im Vorfeld dieser Partie gewesen. Die in dieser Formation deutsche Mannschaft natürlich auch noch nicht zusammengespielt hat. Heißt so, die Abläufe muss man erstmal reinfinden. Nüsken, Wasmut. Vorsichtiges Offensivspiel der Bulgarinnen. So richtig von Spiel kann man noch nicht reden. Das ist eine Bemühung. Tore schießen ja das große Problem der Gastgeberinnen. So,
jetzt den Ball mal über zwei, drei Stationen selbst versuchen, nach vorne gehen, Richtung Mittellinie zu bringen. Und bei dem Platzverhältnis nicht ganz so einfach, hier ein One-Touch-Kombinationsspiel auf die Beine zu stellen. Auch das im Vorfeld ein Thema gewesen. Wasmut und Co. wollen die Torhüterin viel beschäftigen. Das ist nicht die sicherste. Gerade bei hohen Bällen lässt immer wieder mal einen fallen. Opadinova, eine, die nicht in Bulgarien übrigens spielt, haben ja mittlerweile ein paar Akteurinnen, die auch im Ausland unter Vertrag sind. Italien, eine in Schweden, Dupuy, die hier schon vorzeitig abgereist ist, weil sie zurück musste in die schwedische Liga. Gelöst von Feldkamp gegen eben jene Popadinova, Sassuolo in Italien. Eine Mannschaft mit einem großen Renommee, gerade was die Nachwuchsabteilungen anbetrifft. Feldkamp. Ganz viel über die rechte Seite. Auch das war charakteristisch für das Spiel gegen die Türkei bei der deutschen Mannschaft, dass sehr viel, fast ein bisschen zu viel über rechts kam. Nüsken. Lassmut. Ganz enge Abstände, ganz schwer da durchzukommen, sich durchzukombinieren. Zauberwort Geduld. Das ist das, was ich meinte mit der Torhüterin, dass sie ab und zu nicht den sichersten Eindruck macht. Bei Flanken, auch so Strafraumbeherrschung, also das ist ein Thema bei ihr, bei Schachanska. Da sehen wir es jetzt gleich. Schauen Sie, hier. Freigang, die den klaren Auftrag hat, eigentlich den Strafraum nicht zu verlassen, soll nicht mit zurückgehen, genau wie Lea Schüller. Die beiden sollen so weit wie möglich vorne positioniert bleiben. Bundestrainerin hat gesagt, wir wollen diese Box immer besetzt haben, immer bei jeder Möglichkeit. Egal, ob es bei einem eigenen Ballbesitz noch weit in der eigenen Hälfte ist, die dürfen auf gar keinen Fall mit zurückarbeiten. Wasmut. Nüsken. Ups, da war es mit der Strafraum, mit der Flankenbeherrschung bei der Keeperin. Erste Unsicherheit, auch da.
Döllmann. Das zu erwartende einseitige Fußballspiel. Freigang. Rasmuth, sehr gut. So, und jetzt muss Jule Brandt den Abschluss suchen. Nochmal quer, das ist zu eng jetzt. Debritz. Das ist kaum ein Durchkommen. Neumann. Kleinerne. Viel geübt gestern im Training, im Torwart-Torhüterinnen-Training der Bulgarinnen. Viele hohe Bälle immer wieder hineingespielt. Um da in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen Routine, ein bisschen Sicherheit reinzubringen, weil man natürlich genau weiß, was da auf die Keeperin zukommt in dieser Partie. Jetzt gleich mal laut hier, Ivanova, abseits schon angezeigt. Da haben wir noch einmal Bobodinova, eine, die auch schon eine gewisse Auslandserfahrung hat, wie gesagt, hier im Abseits. Ja, Ball muss erst gespielt werden, dann kann man das Bild anhalten. Feldkamp. Bolcheva steht da hinten ganz gut, hat schon einige Kopfballduelle gewonnen, ist wichtig. Dollmann. Oh, jetzt über außen mal hinter die Kette. Jawohl, und Chance für Sydney Lohmann. Da haben wir Sydney Lohmann. Jüsken, jetzt hat sie ihn sicher. Mit seiner Schachanska. Die Keeperin. Nicht mehr in Sofia übrigens unter Vertrag, mittlerweile beim FC Pirin. Ansonsten Großteil der Mannschaft in Sofia in der bulgarischen Liga. Sarah Debritz, Neuzugang ja in Lyon bei Olympique, Umzug nach der Europameisterschaft, war viel zu tun, sich eingewöhnen mit der neuen Mannschaft. Also ganz wenig Zeit insgesamt für die Vize-Europameisterinnen, ehe es dann schon wieder losging im Liga, im Champions League Qualifikationsalltag. Wenig Regeneration, wenig Pause, das Ganze mal ein bisschen zu verarbeiten auch. Ging sofort weiter, wenn man an die Frankfurterinnen denken, beispielsweise vom Römer, mehr oder weniger direkt in die Champions League Qualifikation. Also das ist schon ein Mammutprogramm.
Dahlmann. Kleinherne. Nochmal Brand. Geht nur hinten rum. Arbeitet noch nebenbei, übrigens die Torhüterin im Management eines Erstligaklubs hier in Bulgarien. Glasmut. Brandt. Dahlmann. Jetzt hat sie mal die Chance vielleicht. Freigang. Gut nachgesetzt. Und jetzt der Versuch, Lea Schüller mal in eine gute Position zu bringen. Viertelstunde vorbei. Obadinova. Basmut. Brandt. Mal zäh, mal mit Gewalt und vor allen Dingen mit Geduld. Nüsken, die hier Ivanova getroffen hat. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Mittlerweile in Bergamo. Also auch da tut sich ein bisschen was. Bulgarische Fußball, eine Liga mit 14 Vereinen. Letzte Saison war es 16. Dann ist doch dem einen oder anderen Verein etwas das Geld ausgegangen, konnte nicht zu Ende gespielt werden. Der Liga-Alltag, Frauenfußball hat jetzt nicht die alleroberste Priorität in Bulgarien. 1200 aktive Spielerinnen gibt es nur. Ein paar Programme aufgelegt worden für Nachwuchs, auch ein paar jugendliche Fans heute hier im Stadion. Also man hat sich fragen, warum ausgerechnet Plovdiv, wenn nicht Sofia. Auch das ist relativ einfach zu erklären. Da geht es um die Stadionmiete. Stadion hier ist günstiger zu mieten für den Verband als das in Sofia. Und da das Geld hier knapp ist im bulgarischen Frauenfußball, hat man gesagt, okay, dann machen wir es in Plovdiv. Hat auch eine UEFA-Zulassung, obwohl es, hinten sehen Sie es ja, eine riesige Baustelle. Es wird umgebaut zum dann insgesamt fünften Mal. Viermal hat man schon renoviert. Und jetzt kriegt das Lokomotive-Stadion zum fünften Mal die Kräne nebendran gesetzt. Debritz. Geht nur darum, für die Bulgarinnen hinten den Ball möglichst wegzuhalten, wegzuverteidigen vom eigenen Tor. Zunächst mal sich bloß nicht in die Hälfte der Gegnerinnen zu wagen, damit hinten ja keine Lücke entsteht.
Und zum Rasen noch, also es ist ja sehr viel im Vorfeld spekuliert worden. Was ist das für ein Rasen? Der gleicht eher so einem, ja, ich will nicht sagen, so einem Heimgartenrasen. Es ist viel Klee drin. Da ist einigermaßen bespielbar. Da waren die Meldungen im Vorfeld schlimmer, als es sich dann letztlich präsentiert hat. Dort gestern Abend, heute früh noch mal gemäht worden. Klee kann ja auch Glück bringen. Also man muss manchen Sachen auch immer mal das Positive mit abverlangen. Dahlmann, jetzt ist ein bisschen Platz da. Brandt, Kleinherne, ruhig mal schießen, jawohl. Da sehen Sie die neue Tribüne hinter der Torhüterin, soll dann Mitte nächsten Jahres in Betrieb genommen werden. Boah, spät runtergegangen. Kleinherne. Nein, Jule Brandt mit Tempo. Hinten immer wieder gut verteidigt. Dimitrova. An der Seite von Bojeva. Glück gehabt. Not. Nähert sich jetzt immer enger dem Tor. Schuss von Brandt, eine Flanke. Ja, dem wie sie wollen, wäre da fast reingegangen. Ivanova lauert da immer so ein bisschen im Rücken. Schummelt sich mehr oder weniger so als zweite Spitze bei Ballbesitz der Bulgarinnen nach vorne an die Seite von Popadinova. Da ist sie wieder bei Nyskin. Der Britz. Dahlmann. Mut. Ja, ist ganz schwer, so ein engmaschiges Netz zu bespielen. Das wusste Martina Voss-Tecklenburg im Vorfeld. Ja, hatte sie eigentlich so gedacht, es wäre ganz gut, wenn wir hier sehr früh mal ein Tor schießen. Aber in ersten Halbzeiten hat die deutsche Mannschaft zuletzt häufig weniger Tore erzielt als in den zweiten Hälften. Rodinova. Gut, eine Ecke. Jawohl, hat sie rausgeholt. Die hat auch, wie gesagt, Erfahrung. Eine der renommiertesten Spielerinnen hier in Bulgarien. Fünfmal Fußballerin des Jahres. Die in den USA schon gespielt, in England bei Bristol.
Jetzt wie gesagt bei Sassuolo, zuvor bei Napoli. Also italienische Liga ist ja auch nicht die schlechteste. Und Boy Czermach. Kennen wir ja auch noch. Wir sind in Magdeburg. Und aus Meppen. Also Fahne ist oben. Abseits. Ja. Der Pass einen Tick früher kommt, ist es ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel und dann vielleicht eine richtig klasse Möglichkeit für das deutsche Team. Nüsken. Dreimal. Ja, das war mal dieser Zwischenraum. Schade, ein bisschen Probleme bei der Ballannahme. Das ist eine Variante, mal hinter die Ketten zu kommen, aber da passen sie hinten bislang die Bulgarinnen ganz gut auf. Ivanova. Sich nicht zu sehr aufregen, haben mir die Ärzte gesagt. Trainerin Silvia Radojska. Gesundheit geht vor, Druck ist groß. Hier auf sie, auf ihr Team. Es läuft halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Da hat man ein bisschen Geld in die Hand genommen für die Nationalmannschaft, die ja viele Jahre gar nicht mehr international vertreten war, aufgelöst wurde. Jetzt ist man seit anderthalb Jahren wieder dabei. Die Ergebnisse bleiben aus. Schön gespielt. Auf der anderen Seite natürlich auch immer eine Frage von Anspruch und Wirklichkeit. Was hat man sich denn erwartet hier bei den bulgarischen Verantwortlichen? Frauenfußball hat sich stark entwickelt in Europa, haben Sie ja bei der Europameisterschaft gesehen. Das sind alle Spieler auf allerhöchstem Niveau mittlerweile. Da kannst du nicht sagen, okay, ich stelle jetzt hier meine Mannschaft zusammen und dann bin ich beim nächsten Turnier dabei. So einfach geht's nicht. Nüsken. Große Präzision im deutschen Spiel geht noch etwas abhanden. Dahlmann aber umgedreht. Manchmal der ein oder andere Schritt zu wenig, auch im deutschen Team. Um vielleicht doch noch in die bessere Position zu kommen. Auch hier Präzision. Wie gesagt, ein paar Prozent gehen auf die Platzverhältnisse, aber eben nicht 100%. Aber jetzt fast. Kleine Anne. Freigang in der Mitte. Schade. Szene zuvor, Möglichkeit für Schüller. Und hier nochmal die Aktion, Schüller und Freigang.
Gute Möglichkeit für die Frankfurterin. Saisoneröffnung, wissen Sie, 16. September. Dann die großen Frankfurter Arena gegen die Bayern. Frauenfußball-Bundesliga hofft auf großen Zuspruch, Zuschauerzuspruch. Alle sollen kommen, die Vize-Europameisterinnen zu sehen. Lea Schüller. Beste Kombination der deutschen Mannschaft. Hier stark Freigang ihn durchlässt. Normal schillert's eigentlich in so einer Szene. Ja, ein bisschen überhastet. Da schauen wir mal, was bei Schachanska passiert ist an der Schulter. Grad immer noch hier in Plovdiv, Süden Bulgariens. Stadt mit rund 350.000 Einwohnern. Seite. Almut Schuld hat noch kein Problem oder kann kein Problem mit der Schulter bekommen. Hat sich ja diesen Körperbereich noch nicht bewegen müssen. Alle Bälle bislang mit dem Fuß gespielt. Das Ganze natürlich sehr skeptisch. Martina Voss-Tecklenburg, die sagt, dass da muss dann auch von der UEFA mal ein bisschen was kommen, mal ein Zeichen setzen. Verbände, die wenig Geld haben, dann auch möglicherweise mal unterstützen, bessere Rahmenbedingungen schaffen. Das ist alles jetzt nicht unbedingt die ganz große Werbung für den internationalen Frauenfußball. Aber auch das wird geändert. Qualifikationsmodus wird ja dann ab 2025 neu sein. So ein bisschen angelegt an die Nations League bei den Männern. Brandt. Kleiner. Lange warten darf man nicht, wenn man den Ball hat, sonst sind sofort zwei Bulgarinnen da. Gutes Beispiel eben bei Sidney Lohmann. Ja, gut gemacht von Jule Brandt. Dimitrova hat den Ball noch abgefälscht, ganz leicht, ja. Versuch von Feldkamp. Ganz gut zu sehen bei hohen Bällen. Große Gefahr für die Torhüterin. Kopfballstärke, Kopfballvorteil, sagen wir mal so, aus deutscher Sicht ist natürlich klar vorhanden. Man muss es dann auch irgendwann mal nutzen.
Hallmann. Das war gut jetzt mal mit Nüsken. Ach, wieder den Schritt zu wenig. Ivanova, die da sich etwas robuster eingesetzt hat. Sie. Viel trinken, auch das hat man ihr gesagt, der ungarischen Nationaltrainerin. Debrecz. Brandt. Schüller, die mal ausweicht jetzt, ein bisschen nach außen versucht, mehr ins Spiel eingebunden zu werden. Nicht da vorne nur einfach drin steht und auf die Bälle wartet. Wasmuth, Chance auf den zweiten Blick. Und jetzt aber, jetzt hat sie es geschafft mit Wut im Bauch fast. Führungstreffer für die deutsche Mannschaft, 1:0 nach 35 Minuten. Lea Schüller kann das kaum glauben, da, wie lange das gedauert hat. Ball war ja schon drin zunächst, oder gefühlt drin. Nochmal von der Linie gekratzt. Und dann Lea Schüller, die das Tor macht. Hier sehen wir es nochmal. 13. Tor beginnt in der Qualifikation. Hier ist er eigentlich schon drin, hat sie ihn schon drin gesehen gehabt. Ja, nochmal weggekratzt von Ivanova. Und damit Schmackes, leicht abgefälscht rein damit. Hochverdient natürlich, Führung für die deutsche Mannschaft. Und nachdem die letzten beiden Spiele zur Halbzeit 0:0 standen, aus deutscher Sicht nun endlich mal wieder ein Treffer vor der Pause für die deutsche Mannschaft. Nochmal Schüller. Schüller mit 13 Toren, wie gesagt, in der Qualifikation. Nur Wullert, die Belgierin, hat mehr erzielt. Nicht 15. Debrecz. Debrecz. Aber wenn immer so ein Tor gefallen ist, sieht man jetzt hier auch in diesen Kombinationen, da geht manches doch dann ein Tick einfacher. Ist der erste Frust mal weg. So lange anlaufen zu müssen, anrennen zu müssen und es passiert einfach nichts. Feldkamp. Debrecz. Zieht das Spiel jetzt ein
bisschen mehr an sich. Jetzt immer weiter Wege gehen da. Aus der Mittelfeldzentrale heraus. Oh, wieder auf die Latte. Zweite Mal Aluminium. Schuss von Dallmann. Überfällig, sagt die Bundestrainerin, für ein Tor. Linda Dallmann, starkes Spiel schon gegen die Türkei. Wobei die Nummer wieder mal ins Laufduell geht mit Jule Brandt. Es ist ein schweres Duell, was sie da antritt. Gegen die schnelle, sehr, sehr schnelle Jule Brandt. Der Britz. Brandt. Lohmann. Auch etwas überhastet, muss er gar nicht so schnell abschließen, Sidney Lohmann. Ich glaube, der Dallmann war es wieder links neben mir noch ganz gut positioniert. Einlief. Noch mal. Ja, hat man es gesehen. Da kam Linda Dallmann noch von außen. Ein bisschen mehr auf die linke Seite gerückt. Der Britz. Aus mit etwas zentraler. Nochmal der Britz. Mitte ist es sehr, sehr eng, da durchzukommen. Kleine Anne. Schüller. Ja, es ist richtig, das so zu versuchen, wie sie es hier gemacht hat, Lea Schüller. Das ist ja ihre Stärke, Entschlossenheit. Beim Abschluss auch für den Kopfball, ja, das wissen Sie, immer wieder mit einem sehr, sehr guten Timing hier. Toller Schuss von ihr. Nächste Möglichkeit für Lea Schüller. Diese 13 Tore in der Qualifikation, jetzt 28 in der Nationalmannschaft im 43. Länderspiel erst. Also sind alles super Zahlen von ihr. Dallmann. Brandt. Auch da fehlt die Präzision. Ja, dauert alles natürlich bei ihr sehr, sehr lange, bei Schachanska. Da zählt jede Sekunde. Mal ein bisschen durchzuschnaufen bei den Bulgarinnen. Oder haben sie mal eine schnelle Umschaltbewegung. Achtung, Almut Schuld hat ihn. Jawohl. Erste Parade nach über 3 Jahren für Almut Schuld im DFB-Tor. Ganz, ganz viel passiert seit dem Aus bei der Weltmeisterschaft 2019 bei Almut Schuld.
Mutter von Zwillingen geworden, viele Verletzungen gehabt, immer wieder zurückgekommen. Sie hat noch nicht fertig, hat sie gesagt. Also das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Nicht, dass ihr denkt, das ist Abschiedsspiel hier heute. Und also mit Almut Schuld müssen wir immer weiter rechnen. Hier. Ja, er kann auch mal verspringen auf so einem Rasen. Wer weiß, was da für ein Hügel dazwischen ist. Gute Aktion von Dimitra Ivanova. 18 Jahre erst. Großes Talent. Ein paar verletzungsbedingte Absagen haben die Bulgarinnen auch. Deutsche Mannschaft, wissen Sie, nicht dabei mit Julia Gwin, Marina Hegering, Lena Oberdorf, an Katrin Berger. Diese fürchterliche Krankheit zurückgekehrt ist. Jetzt Freigang mit dem zweiten Tor. Gut aufgepasst. Schüller hat das wieder vorgelegt. Haben sich jetzt ein bisschen gefunden, die beiden da vorne. 2:0. Laura Freigang, die so eine sympathische Rolle bei der Europameisterschaft übernommen hat. Immer gut drauf, auch wenn nicht eingesetzt. Und Stimmungskanone hier. Es geht auch zu ein paar Prozent auf Lea Schüller. Macht gar nichts, wird sich Laura Freigang denken, die Frankfurterin. 16. Länderspiel, 10. Treffer. Auch das ist eine klasse Quote. Kann man gespannt sein auf das Duell. Ich sage es nochmal, Bundesliga-Eröffnungsspiel, wie gesagt, Frankfurt gegen Bayern. Da haben wir die zwei jeweils auf der einen und der anderen Seite im Duell. Zwei Minuten Nachspielzeit, erste Hälfte. Nochmal Schüller, nochmal Tor. Ah, jetzt passt jetzt sich alles. Dritter Versuch, jetzt ist die Umarmung andersrum. Jetzt kommt Freigang zu Schüller. Ist nicht gut für die Nerven. Ähnlich so, wie es die Bundestrainerin heute Mittag im Vorgespräch angekündigt hat. Egal von wo, Ball rein in die Box. Die zwei sollen da vorne drin stehen bleiben. Kopf hoch, Brand. Und dann, wie gesagt, das Kopfballspiel, das Timing von Dea Schüller. Das ist schon extra klasse. 14. Tor in der Qualifikation. Hier, richtiger Moment. Da sind ihr die Gegnerinnen deutlich unterlegen, Deuterin. Habe ich alles schon zugesagt bei solchen Bällen. Und es steht 3:0 für das deutsche Team. Stark. Zehn Minuten haben genügt, um hier diese drei Treffer zu erzielen. Und jetzt ist Pause hier in Plovdiv. Halbe Stunde Anlaufschwierigkeiten für die deutsche Mannschaft.